Mein Name ist Radel Amarin, also ich bin 46 Jahre alt. Ich bin Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie und bin ich seit 2006 hier in Deutschland. Ich habe Medizin studiert in Damaskus in Syrien und habe ich zwischen 2001 und 2005 in der Universität Damaskus gearbeitet. Und seit 2006 bin ich also hier in Deutschland tätig. Habe ich also auch in verschiedenen Standorten gearbeitet, unter anderem in der Universität Tübingen und in dem Herzzentrum Bad Krozingen und zuletzt war ich also in Berlin tätig. Ich bin jetzt als Chefarzt vor der Kardiologie, Innere Medizin und Kardiologie hier in Meißen, im Implantklinikum Meißen und Riesa tätig. Und als Chefarzt ist meine Verantwortung ist die medizinische Leitung der Abteilungen und natürlich Optimierung der Patientenversorgung. Ich bin Vater von drei Kindern. Ich lebe mit meiner Frau und meiner Familie in der Stadt Meißen seit August 2023. Für unsere Patienten hat also die Zusammenarbeit zwischen den beiden Standorten oder den drei Standorten in den Implantkliniken einen großen Vorteil. Das bietet sich also nahtlose Versorgung, optimierte Behandlungsabläufe und natürlich also interdisziplinäres Teamsbetreuung. Das bietet in hohem Maße eine medizinische Versorgung, die dann zu die individuelle Bedarf jeder Patient zugeschnitten ist. In der nächsten Zeit liegt das unsere Hauptherausforderung bei dem Personal, bei den Fachkräften. Gewinnung, Neugewinnung und Anbindung von neuen Fachkräften ist also, spielt für uns also eine zentrale Rolle. Um den Herzinfarktversorgung zu gewährleisten, rund um die Uhr, brauche ich also vier Fachärzte mindestens. Die zweite Herausforderung, die dann uns trifft in der nächsten Zeit, ist die Ambulantisierung von den Medizin. Wir sind gefordert von den Kassen, viele kardiologische Eingriffe, wie zum Beispiel Herzkatheteruntersuchung oder Schrittmacherambulation, sind wir dann gefordert, diese ambulant zu führen. Und wir sind jetzt dabei, um eine Struktur zu entwickeln, diese Herausforderung zu meistern. Also nach 6 Monaten hier in Sachsen und bei der Implantklinik fühle ich mich sehr gut integriert. Ich schätze wirklich sehr die Zusammenarbeit mit dem Kollegen, bin ich also auch sehr gut aufgenommen hier im Team und fühle mich auch sehr, sehr, sehr wohl.